bin ich noch umstritten dann für für das Roleplay dann da. Ich habe mir eine lange Zeit lang, also weil ich fand das allgemein übelst cool, weil ich das von anderen YouTubern mir da mitbekommen hatte. Ich habe mir eine lange Zeit lang, also selber auf, das war unwichtig jetzt, auf meinen eigenen kleinen Kanal immer versucht, bei Skyrim so ein Roleplay-Let's Play zu machen. Also das finde die Idee dahinter finde ich eigentlich auch übelst nice, bei so diesen Einspieler-Rollenspiel Skyrim oder Fallout so ein Roleplay-Let's Play zu machen. Also einfach sich da hineinzuholen. Skyrim zum Beispiel geht das ja übelst gut. Aber da muss man natürlich auch immer Lust dazu haben. Ja, das stimmt. Aber es macht halt auch sehr, sehr viel Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich meine, das ist, wenn man das wirklich dann intensiv macht, dann, und das natürlich meistens, dann Skyrim kann man ja zum Beispiel ganz einfach beim Workshop ja modden. Da macht es dann natürlich auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, man muss natürlich dafür dann auch freund sein. Für andere zum Beispiel ist Roleplay so total so, nee, wie kann ich das machen? Warum sollte ich mich in eine Figur hineinsetzen? Ja, das geht ja nicht. Kannst ja auch nicht von jedem verlangen, ne? Also. Nee. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Pen and Paper gespielt? Also jetzt so hier auf dem Discord. Um Discord nicht, nee, aber ich hab Ich halt. meine, es allgemein hier von den Leuten, die hier am Discord, Achso. habt ihr schon mal, also von allen hier mit allen natürlich dir eingeschlossen, schon mal Pen and Paper gespielt habt. Ich finde das übrigens auch total nice, also die Idee dahinter. Nein, habe ich nicht. Nur zugeguckt. Ich habe sogar damals das erste Mal richtig bei Pizmeet entdeckt. Weil eigentlich Bei das natürlich Mammut. das. Echt? Hat der Mammut das mal gemacht? Echt jetzt? Ich bin halt zu Wie Gast heißt auf das? einem Warum anderen Kanal, warum wo ich weiß ich da, davon nichts? ja, Das ist. weil das nicht auf meinen Kanal großartig breit getreten wird. Wie hieß das denn, wenn ich fragen darf? Beyond the Wall läuft auf dem Kanal von SofaBlocks, beziehungsweise halt weitestgehend halt auf Twitch. Ja. Muss ich mir mal unbedingt angucken. Interessant. Sofia, hab's gefunden. Okay, gut, dann werde ich mir das mal dann werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Kannst du doch nicht tun. Ja, natürlich. Okay. Ich bin totaler Fan davon. Steine wieder entsorgt, ne? Wie viele sind wir denn gerade noch? Auch, wir sind ja auch wieder 5 Leute. Ist mal gut. Aber wir kommen halt auch tatsächlich nicht ganz so oft dazu und setzen uns zusammen. Ja, das ist natürlich immer, ich mache es immer recht. Also jetzt im Gegensatz zu wahrscheinlich eurer Pen Paper Runde sind die ich immer dabei bin oder mache, nichts. Das sind meine nichts, weil wir machen das wirklich total einfach. Wir treffen uns auf dem Discord und dann machen wir über ein Textdokument einfach so einen Bogen, suchen ein Setting aus, tun uns eine Story dahinter denken und dann machen wir das dann einfach. Suchen einen Spielemeister aus, der darauf Lust hat und dann machen wir das einfach. Dann tun wir über so eine Internet-Würfelseite dann würfeln, wenn was gewürfelt Ja, wird. das machen wir ja auch, dass wir halt übers Ja. Also ich Internet muss halt. sagen, wir haben, also ich und die Leute, mit denen ich das mal gemacht habe, wir haben da schon uns da komplett schon, wir machen das schon seit einem Jahr bestimmt und in letzter Zeit haben wir das total gar nicht mehr gemacht, weil man muss ja manchmal mal so eine Lustphase für sein. Ja, Aber klar. ich muss sagen, es macht einfach Spaß und ich finde, das ist auch immer cool, weil man lacht dann miteinander und sowas. Ja, lachen, das ist furchtbar, oder? Ach, und also wirklich, Ja. das macht man ja sonst überhaupt nie. Nee, Das ist ja das macht man auch verboten total heutzutage. ungern. Ja, ach nee. Wenn ich schon über die Ecke. Leute, wenn ich schon die Leute auf der Straße sehe, wenn die schon anfangen zu lachen, ey, dann. Ja, da denkst du ja auch so, ja, könnt ihr mal woanders lachen, nehmt euch ein Zimmer. Ja, manchmal gehe ich auch zu denen hin und sage mir, könnt ihr mal bitte woanders lachen, ey. Ein Scherz. Ja, du machst einen Scherz, ich meine das total ernst. Wann lache ich denn bitte schon mal? Gar nicht. Richtig. Muss man gerade echt überlegen, ob ich schon mal nachher gehört habe in einem Video. Oder ich hab's gerade echt vergessen. Ich lache selten, sagen wir es mal so. Was war nochmal das letzte? Was war nochmal das letzte Projekt, was ich jetzt von dir geguckt habe? Ich glaube, das war sogar hier Warcraft 1 und 2, habe ich bei dir jetzt immer so nebenher geguckt. Ach du Kacke. Ey, also, wie gesagt, ich bin der übelste Warcraft-Fan. Ja, also Warcraft 3 ist für mich die Kindheit.
Ja, ich dann aber auch, Warcraft 1 und 2 waren scheiße zu spielen. Ja, natürlich sind die scheiße zu spielen. Wobei, ich habe es dir wahrscheinlich, glaube ich, damals in den Kommentaren vielleicht sogar reingeschrieben, es gibt für Warcraft 3 eine Warcraft 1 und 2 Kampagne. In der Warcraft 3 Engine oder ja, Grafik, wie auch immer du nennen willst. Ist natürlich nur auf Englisch. Okay, gut, war jetzt, glaube ich, Warcraft 1 und 2 so oder so auf Englisch. Aber dann hätte sie das spielen vielleicht können, weil das wäre deutlich angenehmer gewesen auf einer Steuerung und so her. Ja, aber dennoch wollte man halt auch irgendwie, ne, zeigen, was war ja, denn natürlich tatsächlich mal so Warcraft 1 und 2. Ja, und man muss einfach sagen, auch wenn diese Spiele urgrottig alt sind, vielleicht scheiß zu steuern, sind es einfach Warcraft und das macht sie einfach wieder besser als die Call of Duty komplett. Ja, das ist ja auch nicht schwer, irgendwie besser zu sein als Call of Duty. Ich glaube, wenn es so weitergeht, wird FIFA 19 auch einen Battle Royale-Modus haben, ey. Wie, das hat es noch nicht? Nee, hat es noch nicht. Sehr verwunderlich, ey. Hm. Aber ist doch so, also wirklich. Ich meine, ich finde Battle Royale auch übelst cool, die Anfangsidee dahinter, ne? Aber ich meine mal so, ne? Hätten sie jetzt mit dem neuen Call of Duty machen können, haben sie jetzt gemacht, ist cool. Sie haben nur schließlich wieder ihren Erfolg. Sollen sie machen, aber ich weiß jetzt schon, wie Battlefield 5, Zweiter Weltkrieg, Battle Royale, wie wollen die das da reinfügen? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Da kommt ja sowieso ein bisschen später raus, Battle Royale-Modus. Ja, ja, aber wie wollen sie das in den Zweiten Weltkrieg interpretieren? Das also, ist ja irrelevant, es geht nur um den Spielmodus. Ja, ja, klar, aber schon wenn man so ein Zweites Weltkriegsspiel macht, ist auf jeden Fall meine Meinung, sollte man außer, da schon so... Zweiter Weltkrieg war sowas von Battle Royale. Ja, also Deutschland war auf jeden Fall nicht Last Man Standing. Ja gut, wenn sie es so umsetzen, dann interessant. Wird Battlefield 5 dann zum nächsten Strategieableger. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich habe eigentlich bis jetzt Battlefield immer gefeiert und jetzt. Ich habe mir noch nicht mal Gameplay von Battlefield 5 angeguckt, weil es mich so abgeschreckt hat. Also allgemein, weil ich davon schon gehört habe. Ich hoffe, dass einfach irgendwann dir das Gold 6 rauskommt in ein paar Jahren. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, leider. Und habt ihr da vielleicht schon irgendeinen Wunsch, auf in welcher Provinz das spielen soll? Ich lass mich überraschen. Ich nehme, was ich kriegen kann, so nach dem Motto. Ich meine, wenn es wird ein Dia das Gold sein, es wird. Also bis jetzt habe ich immer meine Hoffnung darin, das wird trotzdem, egal welche Provinz das spielt, gut sein. Ich guck gerade nach oben und will bauen. Da ist ein riesen Loch in der Decke. Es. Muss ich ein bisschen fuschen. Fusch am Bau. Du willst es ja nicht anders. Hab ich die Orientierung verloren. Was haltet ihr eigentlich von der Ringe-Serie, die rauskommen soll? Abwarten, was draus wird. Noch kann man ja dazu ja nichts sagen. Ja, ja, aber habt ihr da so ein gutes Gefühl, wie ihr davon mitbekommen habt? Oder habt ihr so eher gedacht, das ist so nicht passend? Wie bitte? Ich hab davon überhaupt nichts mitbekommen. Soll die nächstes Jahr soll die erscheinen, oder? Ich glaube ja. Ja, überraschend. War die Witcher-Serien dieses Jahr sogar schon oder auch nächstes Jahr? Auch nächstes Jahr. Gott, warum alles nächstes Jahr? Weil dieses Jahr noch ein bisschen knapp wird. Weil sie es können. Egal. Heute ist, scheiße. Ich hab vergessen, dass heute Castlevania rauszukommen ist. Ist auf Netflix zweite Staffel. Alles klar, wir machen heute kürzer. Guckt die einer von euch eigentlich Castlevania auf Netflix? Ich guck das. Mann, Mahmut, ey, du bist ja immer sympathischer. Oh nein, bitte nicht. Und wie findest du sie jetzt? Findest du sie recht gut oder findest du sie nur so, naja? Naja, war ja bisher nur hier diese vier Folgen. Ja, also da. Von dem, was man davon schon mitbekommen hat. Dafür war es eigentlich okay. Ja, ich fand das schon auch recht okay. Ich frag mich jetzt, wie die zweite Staffel jetzt sein wird. Wobei ich ja eigentlich nie was mit den Castlevania-Spielen zu tun hatte. Ich habe einfach die Serie nicht gesehen. Boah, plötzlich bist du mir sehr unsympathisch geworden. Nee, ich glaube, das war nicht mehr meine. Also, das ist schon diese. So, ja, dann musst du halt, ne, Sonntag einen Stream einschalten. Du streamst jetzt halt Castlevania? Ja. Ah ja, doch, das hatte ich ja sogar gesehen gehabt. Ja, aber wir spielen ein richtiges Castlevania. Nicht so was Halbgeiles. Gibt es nicht so unendlich Teile auch von dem Spiel? Es gibt da wie viele Ableger? 30 oder 40?
Jetzt im Ernst? Ja. Ach du Scheiße. Halt verteilt über 500.000 Millionen trifft die Plattform. Ja, ja, aber die tun, also es handelt sich ja, die Spiele handeln sich ja immer um diese, Familie, ne, die da immer diese Vampire. Immer diese Belmonts Familie, ja. Ja. Und immer quasi halt Dracula. Immer ein anderes Jahrhundert. Ja, jetzt ist es ja so das imperiale Zeitalter in der Serie, ne? Also hier 16., 17. Jahrhundert. Ja, ungefähr. Die Serie nice, ich finde auch das Setting, also allgemein, mir gefällt allgemein immer dieses, so dieses Standard-Setting, böse Kirsche, böse Vampire und ein Vampirjäger. Ich ja, böse Kirschen, die mag ich auch. Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Aber ich habe sogar damals übelst diesen Van Helsing-Film gefeiert, wo der Schauspieler von Wolverine mitmacht. Gott. Guck, auch Erwitt sagt zum Mammutgott. Ich werde öfter Gott genannt. Mammut riecht bestimmt nach Lavendel. Mammut duftet nach Mammut, erzähl keine Lügen. Lavendel ist ekelhaft. Lavendel ist toll. Es gibt kaum Pflanzen, die ich noch weniger ab kann als Lavendel. Bist du dagegen allergisch? Nein, aber da kommt so die innere Spinne aus mir raus. Innere Spinne? Ich hasse Spinnen, ja? Aber was Spinnen auch hassen, sind Lavendel. Echt jetzt? Das Zeug stinkt so ekelhaft. Spinnen hassen Lavendel? Ja, aber sowas von. Hast du Lavendel in deiner Bude, kriegst du keine Spinne in der Regel rein. Oh Gott, das muss meine Mutter. Das darf niemals meine Mutter erfahren, ansonsten stinkt die ganze Bude nach Lavendel leer. Ich glaub, bin mal kurz AFK. Jo. Okay. Lavendel ist schön. Lavendel ist so ekelhaft. Das ist so eine hässliche Pflanze auch noch. Tja, ich meine, sie sieht recht eintönig aus, aber ich finde, es riecht trotzdem gut. Nein, das stinkt einfach nur. Das hole ich mir nicht mal, wenn es irgendwie ne, so Bestandteil im Waschmittel ist oder sowas. Echt jetzt? Nee, ist Lavendelwaschmittel? Also, ja, ja, klar. Das riecht richtig geil. Das riecht so abartig. Das riecht geil. Weißt du, was geil riecht? Hm? Ich bei Sonnenuntergang. Haha, ha, ha, ha. Sag mal, Mammut, bist du nächstes Jahr eigentlich auch zu Matzes Hochzeit eingeladen? Nee, ich bin dieses Jahr zu Flo's Hochzeit eingeladen. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass er heiratet. Ups. Dann hast du es nicht von mir. Nee, ist doch okay. Man muss mir ja nicht alle auf die Nase binden. Nicht? Nö. Wow, ich habe gerade Post von der Rentenkasse. Es lohnt sich für mich jetzt richtig in Rente zu gehen. Oh ja, so Briefe kriege ich auch immer. Die sind toll, oder? Ja. Ich kann leider noch nicht mehr sprechen, ich bin ja noch zu jung für. Was kriege ich an Rente? Mir waren es letztens 171 Euro oder so. Wahnsinn. Wow, du kriegst mehr als ich. Ich krieg 101 Euro Rente. Okay, da kriege ich tatsächlich mehr. 101 Euro und 29 Cent, um genau zu sein. Die werden aber auf den Kopf gekloppt, ne? Alter, die versaufe ich, aber frag nicht nach Wütenstaub. Bei mir sind es ganze 550 Euro in etwa. Und das, wo du dir die ganze Zeit in den Arsch so aufreißt. Ja. Ja. Das ist echt traurig. Das stimmt. Ich habe keine Voice Activation. Ich habe Voice Activation an, wollte ich nur sagen, ne? Hallo. Hallo. Ich glaube nicht, dass die alle irgendwie kriegen wollen. Da im Hintern nicht stimmen. Nicht? Ist ja nicht mein Hintern. Aha.
spannende Themen.